Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 16. Oktober, ist schon wieder die erste Hälfte dieses Herbstmonats herum, 2023. Und Andreas hat sich auf den Wetterbericht vorbereitet, der heute ein bisschen anders klingt als sonst. Ja, ich habe sogar meine Live-Proben gemacht. Ich bin draußen gewesen, habe gerade die Hühner gefüttert und musste durch den strömenden Regen, und damit ist das Wetter schon erklärt, stapfen zum Hühnerstall, um dann den etwas Joghurt mit ein bisschen Maple-Sirup angereichertes mit ein bisschen, wie nennt sich das, Haferflocken mit untergemischt und so weiter. Und da war es richtig schön, aber ganz kurz, das Wetter ist heute wirklich schlecht. Wir haben heute den ganzen Tag strömenden Regen, grau, und das freut mich, dass wir das auch mal sagen dürfen, weil uns immer wieder die Leute sagen, auch immer, habt ihr denn ständig gutes Wetter? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr müsst doch auch mal schlechtes Wetter haben. Heute haben wir schlechtes und morgen soll es auch noch ein bisschen Regen und dann kommt wieder 3-4 Tage Sonne. Herr Popp, ich darf Sie kurz korrigieren. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die falsche Kleidung, und wenn du deine schöne Gummipellerine nicht anziehst, wenn du da rausgehst, dann kann dir kein Mensch helfen. Ja, das ist so. Hier in Kanada trägt man so diese Ganzkörperkondome, die man also wirklich so rüberzieht, wo man wirklich dann komplett wie in einem Einmannzelt durch die Gegend läuft. Hübsche Begriffe am frühen Morgen. Ihr Lieben, wir fangen mal an mit den Nachrichten, bevor das hier noch ausartet. Also, tja, das Bürgergeld, das ab 2024 gezahlt wird, das verursacht Schockwirkung. So schreiben jetzt viele Medien, also gerade die Mainstream-Medien, die ja vielmals auch das gut geheißen haben, als das so in der Entwicklung war, dass die ersten Branchen jetzt bereits massiv steigende Kündigungen erhalten. Und es gibt neue Umfragen, zum Beispiel unter Reinigungsfirmen. Demnach haben es in der Branche, die insgesamt 700.000 Beschäftigte aufweist, mehr als 2/3 aller Chefs schon erlebt, dass Angestellte mit der Begründung kündigen, dass sie dann Bürgergeld überwiesen bekommen. Und die FAZ, die zitiert aus der Auswertung des Bundesinnungsverbands des Gebäudereinigerhandwerks. Dieser hatte seinen 2500 Mitgliedsunternehmen die brisante Frage nach den Kündigungen gestellt. Darauf antworteten 28,4% der Unternehmen, dass bei ihnen bereits mehrere Beschäftigte mit konkretem Verweis auf das Bürgergeld gekündigt oder eine Kündigung in Aussicht gestellt haben. Weitere 40% bestätigen demnach diesen Trend, sprechen aber noch von Einzelfällen, und bei knapp einem Drittel hat man erkannt, dass es bisher noch keine großen Einflüsse gegeben haben sollte. Aber das Schlimmste, heißt es, das soll jetzt bevorstehen, da gehen wir gleich drauf ein. Andreas, lohnt sich das Arbeiten jetzt nicht mehr? Nein, das Arbeiten lohnt sich offenbar nicht mehr. Und das ist die Situation, wenn man ein isoliertes, bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Das ist ja nur ein anderer Name für bedingungsloses Grundeinkommen, dieses sogenannte Bürgergeld. Und das kann nicht funktionieren, denn das Geld muss ja in irgendeiner Form durch Mehrwertschaffung, durch Arbeit auch entstehen. Das ist dasselbe wie das bedingungslose Spitzeneinkommen, was durch Zins- und Spekulationsgewinne den Ultrareichen zufließt. Das heißt, wir haben jetzt Ultrareiche, die ihre Gelder machen an der Börse durch Spekulation und durch Zinserträge, also auch durch einen gewissen Abzockmechanismus. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die einfachen Leute, die ein Bürgergeld bekommen und nicht mehr dafür arbeiten müssen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir zwei gigantische Gruppen haben, die Geld bekommen, ohne dass irgendjemand arbeitet, wer finanziert das Ganze eigentlich noch? Denn Geld ist ja dazu da, um irgendwo hinzugehen und etwas zu kaufen. Brötchen, ein Grundstück, ein Auto oder von mir aus Gartenarbeiten machen lassen, was auch immer, man leistet sich etwas. Aber das Ganze geht natürlich mit Geld. Wer soll denn das noch machen, wenn jeder sein Geld bekommt ohne Arbeit? Und hier ist quasi der Irrsinn ganz deutlich geworden. Und ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, dieses bedingungslose Grundeinkommen isoliert kann niemals funktionieren. Gerade uns von der Wissensmanufaktur wird ja relativ oft dann vorgeworfen, dass wir dieses bedingungslose Grundeinkommen wollen. Und das ist nicht richtig, sondern es gibt einen Plan B, in der auch ein bedingungsloses Grundeinkommen unter völlig anderen Voraussetzungen im Rahmen
Rahmen von verschiedenen Komponenten integriert ist. Isoliert kann es nicht funktionieren, eigentlich klassisch, was hier läuft. Andreas, ich frage mich noch etwas anderes. Also erstmal sind ja unsere zurückliegenden Monate gekennzeichnet, gerade in Deutschland, von fehlendem Personal. An allen Ecken und Enden fehlt es. Wenn jetzt das Bürgergeld kommt, dann kommt ja noch mal ein Tacken obendrauf, denn hier heißt es in einem Artikel der Bild beispielsweise, die befragten Unternehmer sollten angeben, wie groß jetzt ihre Sorge ist, dass das Bürgergeld zunehmend in Konkurrenz zum Lohnerwerb tritt. Und auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist dann die größte Sorge, ergab sich ein Durchschnittswert von 8,8, also ein Alarmsignal. Das heißt, das ist ja auch eine Ansage für eine Art Zusammenbruch der Gewerke, also des täglichen normalen Lebens und der Strukturen. Genau, des gesamten Arbeitens. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Bürgergeld sehen würden als eine Art Dividende für alle Entwicklungen unserer vorgegangenen Generationen, die ja durch Entwicklungen, durch Arbeit und durch Maschinen neue Entwicklungen überhaupt möglich machten, wodurch dann aber Arbeitslose entstanden, dann könnte man die Sache ganz vernünftig und logisch angehen. Hier findet aber eine Art Sozialsystem statt, was aber nicht sozial ist, sondern asozial ist, weil die Leistungsträger das Ganze bringen müssen. Man könnte das Problem jetzt dadurch lösen, indem man sagt, okay, wir müssen dann die Arbeitskosten dermaßen erhöhen, dass es sich noch lohnt zu arbeiten, statt Bürgergeld zu bekommen. Das bedeutet, wenn also eine Reinigungskraft jetzt in der Stunde 50 Euro bekommen würde, dann würden die auch wieder arbeiten, weil sie mehr Geld bekommen. Frage, wer soll das bezahlen, wenn hier auf der anderen Seite, und das ist der wichtige Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, die Bürgergelder, die die Masse abkassiert, sind im Verhältnis wenig gegenüber den Philanthropenstrukturen ganz oben, die wie mit einem galaktischen Staubsauger exponentiell wachsend ihre Gewinne aus Spekulationen und aus Zinsen eben halt rausziehen. Dieser Zusammenhang darf nicht gesehen werden. Hier wird ein Kampf aufgebaut zwischen den Arbeitnehmenden und den Bürgergeldempfängern und dabei blendet man die eigentlichen Probleme des Ultrareichtums aus. Dort liegt die Ursache. Ich möchte mal von dem ganz irdischen Materiellen kurz weg, Andreas. Ich möchte mal ein bisschen philosophieren mit dir über die Frage der Gerechtigkeit. Und es haben sich wirklich alle großen Philosophen mit der Gerechtigkeit befasst. Da kann man, also ich habe jetzt gerade mal, weil ich hatte mit Begeisterung als junges Mädchen die Nikomachische Ethik von Aristoteles gelesen, der ja als Ziel eines Menschen, als höchstes Ziel, die Erreichung des Glücks beschrieben hat. Und die Erreichung des Glücks, dazu gibt es natürlich verschiedene Wege, aber eins davon ist ganz sicherlich die Gerechtigkeit. Und jetzt gucke ich hier nur mal bei Wikipedia, weil da kann uns nichts passieren, wenn wir daraus zitieren. Da heißt es, die Frage nach der Natur der Gerechtigkeit ist seit der griechischen Antike Gegenstand philosophischer Erörterungen. Frühe Erklärungen griffen dabei auf metaphysische Begründungen zurück. So wurde Gerechtigkeit, und das Ganze geht ja hier unter das Thema Gerechtigkeit, weil der eine arbeitet, der andere nicht, Geld bekommen sie beide, so wurde Gerechtigkeit als eine in der Natur vorhandene Ordnung oder als göttlichen Ursprungs verstanden. Und dabei wurde Gerechtigkeit zunächst nicht vorrangig an einer Art kodifiziertem Recht gemessen, sondern als Ausdruck einer persönlichen Lebenshaltung betrachtet. Und sowohl Sokrates und Platon als auch Aristoteles sahen das Glück als den höchsten anzustrebenden Wert an. Gerechtigkeit war für sie die oberste Tugend, um diese Glückseligkeit zu erreichen. Gerechtigkeit war so eine grundlegende Charaktereigenschaft. Ist es das, wovon man sich jetzt mit großen Schritten
wegbewegt. Naja, die Gerechtigkeit ist ja sowieso komplett aus den Fugen gelaufen und in eine Schieflage geraten, weil Gerechtigkeit kommt natürlich auch aus dem großen Recht. Und wir müssen einfach sehen, dass dazu auch gehört eine bestimmte Leistung, die man bringen muss. Und das ist das Geben- und Nehmen-Prinzip. Wir sprechen ja oft über Platon, Aristoteles und Sokrates in unseren abendlichen Gesprächen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Grundproblematik des Gebens und des Nehmens hier aus dem Ruder gerät. Wenn einer ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie zum Beispiel ein Bürgergeld bekommt, oder ein bedingungsloses Spitzeneinkommen aus Zinserträgen, weil er zu den ultrareichen Philanthropen gehört, dann wird hier in beiden Fällen die Gerechtigkeit schwerstens destruktiv tangiert, weil dann keine Gegenleistung mehr da ist. Wenn jemand absaugt, ohne etwas zu tun, also ich bekomme Geld ohne Arbeit, dann muss ja irgendjemand arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Denn ich kann dieses Geld ja für wirtschaftliche Leistung oder für Produkte irgendwo einsetzen. Die muss ja jemand bauen. Und wenn ich die umsonst bekomme, diese Gelder, um mir dann von jemand anderem etwas bauen zu lassen, dann arbeitet dieser, der das baut, quasi umsonst. Im übertragenen Sinne. Das muss verstehen werden, dieser große Zusammenhang. Ja, jetzt wollen wir hier mal schauen. Also du sprichst ja auch von dem großen Gesetz des Gebens und des Nehmens. Das ist ja auch das Gesetz der Wechselwirkung. Darunter fällt das unter dieses große Gesetz der Natur oder das Schöpfungsgesetz. Und wenn da kein gesunder Ausgleich mehr vorhanden ist, dann gerät nicht nur einiges aus dem Ruder, sondern die Ungerechtigkeit, wenn die um sich greifen kann, dann haben wir ja damit wirklich einen neuen Grundstein zu Unzufriedenheit und ja, fehlendem Frieden gesetzt. Das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, weil du hattest vorhin gesagt, das Glück ist ganz wichtig. Die persönliche Zufriedenheit, das persönliche Glück, die Glückseligkeit in seinem eigenen Leben, auch seinem Leben einen Sinn zu geben, das gehört ja dazu. Und man wird ja auch oft gefragt, wir zum Beispiel ja auch, warum tut ihr euch das an, warum arbeitet ihr so viel und so weiter. Wir machen das einfach gern, weil uns das auch glücklich macht in irgendeiner Form, weil man dann das Gefühl hat, auch irgendwie zu etwas Nutze zu sein. Wenn jemand zum Beispiel, und ich kenne sehr viele Leute, die über unglaubliche Mengen an Vermögen verfügen, geldliches Vermögen, und das Geld wird immer mehr, als sie eigentlich ausgeben können. Der Glücksfaktor ist dort ungefähr genauso schlecht wie bei denjenigen, die nichts haben und da an der Existenzbedrohung permanent gekratzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ganz Armen und die ganz Reichen sind die meisten, die auch irgendwann schwere psychische Probleme bekommen. Es ist ja auch klar, das sieht man ja schon in der Erziehung von Kindern, wenn du Kindern Aufgaben gibst, die sie natürlich nicht überfordern, ganz klar, aber die sie auch durch Lob dann abgeliefert haben und stolz darauf sind, was sie geleistet haben, das ist ja dann der Weg zur Glückseligkeit, also natürlich weiter gefasst. Aber wenn man zum Beispiel jetzt sein Geld für nichts kassiert und eigentlich mit wenig Plänen sein Leben begeht, dann kann man ja auch nicht zufrieden sein. Nein, absolut nicht. Ich möchte gerne, wenn ich irgendetwas habe, dann möchte ich mir das gerne auch leisten können, weil ich es mir wirklich geleistet habe. Und leisten können heißt ja, ich habe etwas geleistet dafür. Das ist ja der Punkt. Ich leiste mir etwas, ich gebe also Energie, ich gebe Kraft, ich gebe Arbeit rein, um mir dann etwas dafür zurückzuholen. Wenn ich es mir nur einfach kaufe, dann ist es nicht, dass man es sich leisten kann, sondern lediglich kaufen kann. Und das führt zu Unzufriedenheit, weil der zweite Part fehlt. Gerechtigkeit, das ist wirklich hier auch ein wichtiger Punkt. Also lass uns nochmal hier in die Zahlen gehen. Hier heißt es, ein erwachsener Bürgergeldempfänger, nehmen wir mal an, Single ohne Kinder, bekommt dann ab Januar 2024 jeden Monat vom Staat 563 Euro überwiesen. Das sind 61 Euro mehr, eine Steigerung von 12,2%. Dahingegen steht ein Arbeiter mit Mindestlohn schlechter da, denn sein Stundenlohn steigt im Januar um 41 Cent auf 12,41 Euro.
ein Plus von 3,4%. Naja, was hier deutlich wird, ist, dass gerade der Niedriglohnsektor hier besonders betroffen ist. Und nun muss man eines sehen, wenn ich ein Bürgergeld bekomme von 560 Euro oder so etwas im Monat, dann ist das eben halt auch zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das ist genau der Punkt. Letztlich ist das alles eine Demütigungskonstruktion des Staates gegenüber den Bürgern. Die Bürger werden gedemütigt systemisch. Und diese systemische Entwürdigung der Menschen entsteht dadurch, dass niemand anspricht, wo die gesamte Wertschöpfung, die weltweit entsteht durch arbeitende Menschen auf der gesamten Erde, wo dieses Geld und die Gewinne und die Erträge eigentlich hinfließen, nämlich nicht zu den Leistungserbringern, sondern zu den Eigentümern, die historisch bedingt in einer Erbengeneration sind und dadurch ihre Gelder rausziehen. Es ist ja auch aufgeschlüsselt, wie viele von den erwerbsfähigen Menschen Bürgergeld bekommen in Deutschland. Das hat die Bild hier geschrieben. Das sind 3,9 Millionen. Den Mindestlohn dagegen bekommen rund 6 Millionen hart arbeitende Menschen. Und wer ist das? Wer gehört dazu mit dem Mindestlohn? Also zum Beispiel die Kellner, die Metzger, Friseure, Gerüstbauer, Hilfsarbeiter auf dem Bau, Gartenbauer, Sicherheitsmitarbeiter beim Gelddienst, Essenslieferanten, ungelernte Maler, Bäcker nochmal, steht hier, Lageristen und so weiter. Oder sie verdienen Geld als Leiharbeiter. Und das, was du da gerade vorgelesen hast, die ganzen Gewerke vom Friseur über Bäcker und sonstige Gerüstebauer, Arbeiter auf dem Bau, sind die elementaren Grundlagen für eine Wirtschaft. Man muss das einfach sehen, dass die Menschen, die tatsächlich mit ihrer Händearbeit etwas schaffen, der Handwerker zum Beispiel, der schafft etwas, was man sogar im Nachhinein begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann. Der Bauer, der dafür sorgt, dass die Menschen satt werden. Und genau die wichtigsten Gruppen, diejenigen, die die gesamte Ökonomie, die gesamte Infrastruktur aufrechterhalten, sind die Hungerleider. Während beispielsweise ein Banker, ein Abteilungsleiter anderer Leute Geld Gassi führt, regelmäßig vernichtet und dann eben halt mit seiner großen E-Klasse als Firmenwagen dann den dicken Max macht. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen wieder unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Was ich hier gerade noch mal geschaut habe, während du gesprochen hast, was ist denn mit dem Gasthotel- und Gaststättengewerbe? Was ist da der Mindestlohn? Und da heißt es, aufgrund der vielen Menschen in Deutschland, die nicht in der Lage waren, ohne die Unterstützung des Staates für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, obwohl sie sich in einem Arbeitsverhältnis befanden, wurde ein gesetzlicher Mindestlohn 2015 eingeführt. Und warte mal, ich hatte das doch gerade, der Mindestlohn, genau, jetzt haben wir es hier, per Tarifvertrag, DEHOGA, denn das sind ja, ich suche das gleich noch raus, denn das sind ja auch die Stellen, wo wir zunehmend bemerken, das haben auch wir auf unserer Europareise festgestellt, Andreas, dass manche Restaurants nur noch kleine Mannschaften eingeteilt haben, dass auch Tische nicht mehr bedient werden konnten. Die wurden gar nicht eingedeckt abends, weil man gesagt hat, man findet kein Personal mehr. Ja, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, man kommt ja auch kaum noch hinterher, was die Inflation anbelangt. Wenn wir reden über den Mindestlohn, 12 Euro wären vor 20 Jahren ein hoher Mindestlohn gewesen, gewaltiger. Da redete man von 7 oder 8 Euro Mindestlohn, heute von 12. Das ist also fast das Doppelte, geht das mittlerweile hin in die Richtung. Und man kann für das Doppelte heute weniger kaufen als vor 20 Jahren für die Hälfte. Und das ist der wirklich entscheidende Punkt dabei, dass diese Zahlen uns natürlich auch wuschig machen, weil diese Gelder vorn und hinten nicht mehr reichen, um sich überhaupt noch ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Ja, also im Gaststättengewerbe liegt der Mindestlohn auch nicht höher als, wie wir gerade gesagt haben, 12,41 Euro. Wenn wir jetzt noch einbeziehen, dass ab dem 1. Dezember die Mehrwertsteuer wieder auf 19% gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe hinaufgesetzt wird, Andreas, das heißt, dass alles noch viel teurer wird, plus die Mautgebühren, die sich jetzt auch auf alle Produkte niederschlagen wird, dann ist doch da wirklich die nächste Bombe gezündet. Naja,
Ich muss das nochmal ganz kurz sagen, von der Überschrift her, die Geldmenge wird extrem ausgeweitet. Das sind die Folgen, die dahinter stehen. Nochmal ganz kurz, wenn wir uns die Ökonomie als einen großen Platz vorstellen, wo gearbeitet wird, wo verkauft wird und gekauft wird und so weiter, das, was wir gemeinhin als Wirtschaft nennen, dann ergibt sich diese gesamten Aktivitäten, die man addiert, eine Wirtschaftskraft. Das nennt man dann zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt. Das ist die alle Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres, zum Beispiel in einem Raum, nennen wir es ruhig weltweit. Und dem gegenüber steht eine Geldmenge auf der Welt. Und jetzt gucken wir uns mal an, 1959 zum Beispiel war die Weltgeldmenge 259 Milliarden Dollar. Das heißt, alle Währungen der gesamten Welt waren 259 Milliarden Dollar. Ich habe das im Kopf, weil ich da mal drüber geschrieben habe. Heute ist es so, dass ungefähr 1,3 Billionen Euro pro Jahr alleine in Europa neu dazukommen. Und daran merkt man die exponentielle Geldpolitik, die automatisch zu einem Crash laufen muss. Und das findet sich alles wieder, wenn wir sehen, wenn diese ganzen Summen, ob die Mehrwertsteuer erhöht werden, die Lohnsummen erhöht werden und die Leute sich trotzdem nichts mehr leisten können. Damit wird es klar, wie die Hintergründe sind. Also es ist jetzt tatsächlich auch so, vor 4 Tagen hat der Spiegel geschrieben, wie viele andere natürlich auch, nur noch mal ganz kurz zu dieser geplanten Mehrwertsteuererhöhung. Die Ampel will auf der einen Seite Preisbremsen für Energie verlängern, verlangt aber gleichzeitig bald wieder die volle Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme, dabei eben auch die Mehrwertsteuererhöhungen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Da heißt es mehr oder weniger, dass für alle Menschen die Hilfen auf der einen Seite verpuffen, wenn auf der anderen Seite die Preise exorbitant steigen. Ja, das ist wirklich der reine Sozialismus, wenn es heißt, wir haben eine Preisbremse bei irgendwelchen Rohstoffpreisen oder Energiepreisen, dann bedeutet das, dass hier Subventionen stattfinden müssen durch Steuern, damit dieser Preisdeckel auch finanziert werden kann. Und wer zahlt die Steuern? Das sind natürlich diejenigen, die letztendlich von diesem Preisdeckel wieder partizipieren. Das heißt, man muss höhere Steuern zahlen, damit man weniger Energiekosten hat. Unterm Strich gesehen muss man eben halt trotzdem mehr bezahlen. So einfach. Ja, also da könnte man stundenlang darüber reden, wie ungerecht die Welt geworden ist. Ich frage mich natürlich auch, Andreas, angesichts dessen, was wir erleben mit der Massenmigration, wie viele Menschen ins Land kommen und alle möglichen Hilfen beantragen, dann wird das mit dem Bürgergeld wahrscheinlich auch nicht weniger werden, was die Anträge angeht. Nein, natürlich nicht. Das ist eine neue Schraube, die man installiert hat. Und jetzt wird man versuchen, möglichst viel in diese Bürgergeldfalle hineinzuziehen. Dadurch haben die ganzen Unternehmen, vor allem der Mittelstand, die ja mal die Garanten unserer Wirtschaftsordnung waren, keine Möglichkeit zu überleben und werden reihenweise abgeschlachtet. Das ist im Prinzip ein Anschlag auf die Ökonomie in Deutschland. Mittelstand und Großbetriebe werden dabei kaputt gehen, weil keiner mehr arbeiten will. Aber dann, wenn die Betriebe kaputt sind, dann wollen die Leute wieder arbeiten wahrscheinlich, weil nämlich der Staat dann sagt, wir können uns das Bürgergeld nicht mehr leisten und müssen dann die Schraube anziehen und das Bürgergeld reduzieren. Und dann sitzen sie in der Falle, wollen wieder arbeiten. Jetzt sind die Arbeitgeber in der Zwischenzeit aber weg, weil man das Bürgergeld genommen hatte. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz und jetzt entsteht eben halt die große Gefahr der Verelendung. Ja, sehr mutmachend, was du hier sagst. Wir wechseln mal das Thema. Die Frau von Olaf Scholz, also die Frau des Kanzlers, die heißt Britta Ernst und die ist ja Ministerin in Brandenburg gewesen. Und zwar von 2017 bis 2023 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Die ist jetzt vor einen Ausschuss gekommen, denn es geht um die Mikrobenzeit. In ihrer Amtszeit hat die Ehefrau von Bundeskanzler Scholz namens Britta Ernst eine massive Impfkampagne der Landesregierung für Kinder und Jugendliche forciert. Und damals gab es eben noch gar keine Empfehlungen der STIKO, der Ständigen Kommission. Wir erinnern uns, das hat eine Weile gedauert, bis die dann auch umgefallen sind. Aber es hieß eine ganze Weile, dass sie das nicht empfehlen können für Kinder, diese Impfung.
Jetzt war Britta Ernst eben letzten Freitag befragt worden in diesem Ausschuss von der CDU-Abgeordneten Saskia Ludwig. Und wie der Nordkurier, der vor Ort war, schreibt, habe sich Britta Ernst in Widersprüche verwickelt. Also in diesem Ausschuss konnten sich die Mitglieder der Fraktionen AfD, Freie Wähler, CDU, SPD, Grüne und so weiter, auch die Linken, als Zeugin befragen. Und Saskia Ludwig von der CDU, als die an der Reihe war, hat sie direkt das Thema der Corona-Impfung angesprochen und hat dann Frau Ernst eben gefragt, ob sie diese Aussage mit dem heutigen Kenntnisstand über das Risiko von Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung von Kindern wiederholen würde. Und sie ist da ziemlich herumgeeiert. Offenbar hat sie noch versucht, sich wieder dort rauszureden. Naja, das ist jetzt der Standard. Man versucht, sich rauszureden. Und ich möchte hier an dieser Stelle ganz deutlich darauf hinweisen, an dein wirklich großartiges Interview mit Dr. Gunther Frank, heißt der gute Mann. Ich habe mir das angesehen und ich hatte Gänsehaut mehrfach gehabt. Gunther Frank ist ein brillanter Rhetoriker, ein guter Kämpfer und jemand, der die Zusammenhänge auch, ja, er ist Arzt für Allgemeinmedizin und promovierter Arzt für Allgemeinmedizin. Er war auch schon in den größeren Mainstream-Organisationen bei Maischberger oder in der Bild TV und so weiter. Aber er entfernt sich doch immer mehr auch von dieser Mainstream-Geschichte. Und diesen Klartext, den er hier spricht, das ist für mich selbst erschreckend gewesen. Ich habe manches Mal Gänsehaut gehabt, habe gesagt, wow, seht euch das an. Das Ding ist gut auch frequentiert. Wir haben sehr viele Klickzahlen, wobei das nicht unser Ziel ist. Aber ich merke, dass da auch das Interesse sehr groß ist. Es lohnt sich wirklich. Ja, es wird breitflächig geteilt, auch in anderen sozialen Netzwerken. Denn Gunther Frank ist Arzt der ersten Stunde der Corona-Pandemie gewesen, der natürlich kritisch gewesen ist und unter anderem, wir haben an dieser Stelle häufig darüber berichtet, mit Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium zusammengearbeitet hat. Das war ein ranghoher Beamter unter Horst Seehofer, der eben als in seinem Zuständigkeitsbereich für Krisenprävention gewarnt hatte, dass die Maßnahmen wie Lockdown, Maske, Isolation und so weiter verheerende Folgen nicht nur für Wirtschaft und Industrie, sondern auch für die Seele, für die Psyche der Menschen haben würde. Dieser Stefan Kohn ist ja dann gefeuert worden. Und Frank berichtet darüber in allen Einzelheiten. Ich muss sagen, das ist natürlich auch das Thema gewesen, was mich wieder besonders daran interessiert hatte, weil ich bis heute, Andreas, der Ansicht bin, dass es ja unfassbare Zustände sind, dass jemand, der so früh gewarnt hat mit einem Heer von Experten, Bagdi, Hockerts, Frank, Hombach und so weiter, waren ja alle dabei, dass der einfach weggebügelt wird. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und das wird auch in die Geschichte eingehen, wie es die Medien geschafft haben, die unwesentlichsten Dinge, wie den Sturm auf den Reichstag in Berlin oder was weiß ich, den Sturm in Washington auf das Kapitol, was so wirklich historisch am irrelevantesten war von dem, was uns in den letzten Jahren passiert ist. Aber die wichtigsten Punkte, wie dieses Hammer-and-Dance-Papier, was Kohn, der Chef war für die kritische Infrastruktur im Bundesinnenministerium, herausgegeben hatte. Und der hat sich in seiner Verzweiflung an Wissenschaftler gewandt, unter anderem eben halt auch an den Gunther Frank. Und man hat ihn sofort unterstützt an jeder Kante, weil man sofort zuordnen konnte, was dort los war. Und jetzt beschreibt Gunther Frank, was passierte. Der Kohn wurde geschasst, der wurde sogar vom Beamtenstatus, glaube ich, entzogen. Und dann kam die Situation, dass die Wissenschaftler, die Gunther Frank bereits zugesagt hatten und auch unterschrieben hatten, dass sie dahinter stehen, hinter dieser Geschichte, die dort gerade gelaufen ist, vom Bundesinnenministerium gegen die deutsche Bevölkerung, indem man Angst und Panik machte, also psychisch Menschen terrorisieren wollte. Das ist ein Papier, eine Anordnung zur Terrorisierung der deutschen Bürger. So sehe ich das in meiner persönlichen Meinung.
Und genau dann hat man ihn rausgeschmissen. Und dann wurde natürlich eines gemacht. Diese Wissenschaftler wurden dann, ich sag mal, fast genötigt nach dem Motto, ihr zieht euch zurück und ihr distanziert euch von dem Papier, was sie übrigens nicht gemacht haben. Ein Skandal sondergleichen, und das kommt aus diesem Interview hervorragend raus. Ja, wir haben ja mit ihm gesprochen, oder ich habe mit ihm gesprochen über sein neues Buch. Das heißt einfach Das Staatsverbrechen. Und er bezeichnet es so, und er weist auch auf viele Beweise hin, die er in dem Buch darstellt und eben auch in dem Interview zum Teil verhängnisvolle Zustände schildert, die dazu geführt haben, dass das Land in eine schwere Krise und die Menschen auch gestürzt sind. Also ich warte wirklich auf den Tag, wo so etwas öffentlich aufgearbeitet wird und nicht hier bei den alternativen Medien, die sich echt einen abbrechen, um die Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, während von oben hochbezahlt immer gemauert wird. Und das ist ganz wichtig. Die Gerechtigkeit kann erst dann wiederhergestellt werden. Das sagt Günter Frank ganz hervorragend und übrigens auch voller Optimismus. Er sagt, wir brauchen nur Geduld. Und dann müssen sie alle vor ein ordentliches Gericht gestellt werden. Ob das ein Herr Spahn ist, ein Herr Drosten ist oder der amtierende jetzige Gesundheitsminister, Lauterbach, den man sich gar nicht merken will. Aber auch die Kanzleramtsminister zu der Zeit und so weiter. Oder auch Herr Comery von der Ärztekammer. All diese Leute, die in einer dramatischen Form die Menschen diffamiert haben, nicht zu vergessen die Journalisten, die Kommentare geschrieben haben und dann eben halt die Impfgegner wirklich in einer schlimmsten Form diffamiert haben, wo ich dann denke, Kinder, haben wir aus unserer Geschichte eigentlich nichts gelernt. All diese Leute gehören vor ein Gericht, ordentlich übrigens, keine Rache, sondern ein ordentliches Gericht. Dazu brauchen wir natürlich erstmal wieder eine Rechtsstaatlichkeit, aber ich habe das Gefühl, das wird auch wieder kommen. Also Günter Frank ist auch sehr zuversichtlich. Ich habe dann noch so meine Zweifel, denn jeder, der für sein Recht kämpft und ein Stückchen weiterkommt, landet irgendwann in Karlsruhe. Und da habe ich so selber meine Erfahrungen gemacht. Und naja, gut. Trotzdem sollen wir ja den Mut nicht verlieren und den Optimismus auch nicht. Wir kommen noch mal zurück zu Frau Ernst, Britta Ernst. Ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet ist mit dem Kanzler, aber ich sage jetzt mal trotzdem, die Frau von Olaf Scholz, die ist also dann zu der Aussage, also sie wurde gezwungen darauf oder dazu Stellung zu nehmen, warum sie eine Impfempfehlung für Kinder abgegeben hat, obwohl die STIKO selbst noch keine abgegeben hatte, was sie nämlich behauptet hatte. Und sie sagte dann noch einmal, ich vermute, dass sich dieses Zitat hinsichtlich der Impfquote vorwiegend auf die Erwachsenen bezog, und sagte weiter, darüber hinaus hat die STIKO auch die Impfung von Kindern und Jugendlichen empfohlen, und dem sind wir dann auch gefolgt. Und da sagt die CDU-Politikerin Ludwig, Frau Ernst, ich korrigiere Sie ungern, aber Ernst habe gefordert, gesunde Kinder und Jugendliche zu impfen, bevor die STIKO eine entsprechende Empfehlung abgegeben hatte. Und das ist auch nachgewiesenermaßen richtig. Also mehr als das, was wir hier so wiedergegeben haben, ist von Frau Ernst nicht gekommen, Andreas. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, und da muss auch der Druck größer werden. Genau. Der Druck, und zwar auch juristischer Natur, dass tatsächlich Straftaten, die da herein zu interpretieren sein könnten, wirklich ordnungsgemäß gemacht werden und durchgeführt werden. Nun ist das Interessante, dass ihr Mann Olaf Scholz natürlich auch mit äußerst kriminellen Vorwürfen zu kämpfen hat, und das jeden Tag neu, und er offenbar verstrickt ist in eine steuerliche kriminelle Unterschlagungsaktion schwerster Art. Und da gibt es genügend Zeugen, die das Ganze regeln. Und wir merken, wie der Staat hier mit bestimmten Methoden versucht, die Richter, die Staatsanwälte und so weiter zu beeinflussen, auszutauschen. Und es wird sogar offen darüber argumentiert, dass man gegen Herrn Bundeskanzler Scholz nicht vorgehen kann, aufgrund seiner politischen Würden, die er gerade trägt. Also man muss sich das mal vorstellen, nach dem Motto, hier ist eine schwere Straftat mit Hunderten von Millionen an Steuergeldern, die veruntreut wurden, und der Bundeskanzler eventuell eine entscheidende Rolle dabei spielen könnte, und diese ganzen Dinge werden nicht angemessen verfolgt. Das ist eben halt
dass der Rechtsstaat im Jahre 2023, und da muss sich was ändern. Und dann kommen auch die anderen Dinge in den Fluss. Mir fallen da Begriffe wie Bananenrepublik ein. Bananenrepublik oder organisierte Kriminalität, so einfach ist das. So, ihr Lieben, und jetzt kommen wir nämlich zu einem verwandten Thema. Norbert Hering, der wunderbare Wissenschaftsjournalist, der unter anderem auch fürs Handelsblatt, aber auch auf seinem eigenen Blog schreibt, der hat aktuell auf seinem Blog die Frage gestellt, auf welche Weise der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation gewählt wird. Wir wissen ja, man möchte ja gerne die globale Gesundheitsmacht in die Hände bekommen, dort bei der WHO. Also das sind die Pläne der sogenannten Globalisten. Und ja, man fragt sich jetzt, wie werden denn solche Leute wie der WHO-Generalsekretär gewählt? Na, ich meine, es geht ja nicht um eine Petitesse, sondern der WHO-Generalsekretär soll ja tatsächlich durch den geplanten Pandemievertrag, der ja im Raum steht, wir haben oft darüber gesprochen, eine fast diktatorische Macht bekommen. Das ist also keine Kleinigkeit. Dagegen wird suggeriert, dass die vermeintlich geheime Wahl des WHO-Chefs durch die Mitgliedsregierungen vollzogen wird. Dieses Wahlverfahren ist allerdings eine reine Farce, so hat es Norbert Hering herausgearbeitet. Es steht die Behauptung im Raum, dass weder die Bürger, also wir Bürger in Deutschland oder die Bürger in Deutschland, noch unsere Regierungen den Generaldirektor der WHO tatsächlich wählen dürfen oder Einfluss auf die Projekte und Ziele nehmen können. Ja, wobei es ja schon so ist, dass die Vertreter der Mitgliedsregierungen auf der Weltgesundheitsversammlung rein technisch diese Wahl durchführen, oder? Es sind ja quasi alle Regierungen der Welt Mitglieder in der WHO. Zurzeit sollen es 194 Staaten sein. Ja, das sind 194 Staaten und das sind quasi alle Staaten dieser Welt. Ja, und das mit den Wahlen ist so eine Sache. Offiziell hat man in der Sowjetunion oder in der DDR natürlich auch immer gewählt. Und genau an diese Wahlen der Führer des kommunistischen Einheitsparteienregimes durch die Delegierten eines Volkskongresses erinnert auch die Wahl des WHO-Generaldirektors. Tedros wurde im Mai 2022 von der WHO, von der Weltgesundheitsversammlung, für eine zweite fünfjährige Amtszeit in geheimer Wahl gewählt. Er war aber auch interessanterweise der einzige Kandidat. Und zum Abstimmungsergebnis, da schreibt die WHO überhaupt nichts. Da gibt es nur eine Pressemitteilung zum Wahlausgang. Und da stand lediglich, ich habe es hier gerade vorliegen, die heutige Abstimmung war der Höhepunkt eines Wahlprozesses, der im April 2021 begann, als die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, Vorschläge für Kandidaten für das Amt des Generaldirektors einzureichen. Das Direktorium der WHO, das im Jahr 2022 tagte, nominierte Dr. Tedros für eine zweite Amtszeit. Mehr wurde nicht gesagt und damit war er irgendwie schon gewählt. Jo, hat ja bis jetzt auch kaum jemanden interessiert, würde ich mal sagen, bis Norbert Hering das Thema angepackt hat. Man kann ja sagen, mit anderen Worten, das ist das Standardverfahren für die Auswahl des WHO-Chefs. Die Regierungsvertreter, die bekommen genau einen einzigen Kandidaten vorgesetzt und den dürfen sie dann durchwinken. Und ausgesucht wird dieser Kandidat von wem? Vom WHO-Direktorium? Genau so ist es. Genau so. Und dieses Direktorium besteht aus Vertretern dann von 34 Ländern, also 194 Mitglieder und 34 Länder sind in dem Direktorium vertreten. Aber welche Länder das sind, das bestimmt wiederum die Weltgesundheitsversammlung, also letztlich das Büro der WHO, dem wiederum der Generaldirektor vorsteht. Das ist Tedros. Es ist also ein Führungszirkel, der alle wesentlichen Entscheidungen vorbereitet, die dann eben abgelegt werden. Mit Wahlen hat das nichts zu tun. Es ist wirklich eine Farce. Es dürfte dabei klar sein, dass niemals eine Person dort an die Macht käme, die jetzt, sagen wir mal, mit diesen Interessen der multinationalen, überwiegend US-basierten Großkonzerne und deren Stiftungen oder Philanthropen oder eben und so weiter, wer da alles zugehört hat, handeln könnte. Das heißt, diese Kapitalsammelbecken
um ehrlich zu sein, finanzieren ja auch die WHO maßgeblich, natürlich neben Deutschland als einem der großzügigsten Spender. Ja, Deutschland spielt immer die große Rolle am deutschen Wesen. Nun gut, ja, so ist es natürlich. Und wir können daraus wieder ableiten, dass die WHO nichts anderes ist als eine lupenreine Lobbyorganisation, die sich selbst als sogenannte NGO darstellt, also als Nichtregierungsorganisation, obwohl keiner so viel regieren soll wie die, also als eine Art humanitäre Interessenvertretung für die Menschen auf dieser Welt, die dann den Regierungen auf die Finger schauen. Das ist die offizielle Leseart, wenn man über die spricht, über die WHO. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wie wir heute eindeutig aus den gesamten Entwicklungen ableiten können, die schon historischen Charakter haben. Wir reden ja jeden Tag darüber und das schon mittlerweile seit ein paar Jahren. Das Grundsystem ist bekannt. Die EU ist ja ebenfalls eine Machtorganisation von Lobbyisten, die angeblich die Interessen der europäischen Bürger vertreten soll. Da gibt man sich sogar dann den Anstrich eines parlamentarischen, demokratischen Charakters, obwohl das alles mit der wirklichen parlamentarischen Demokratie überhaupt nichts zu tun hat, wenn Frau von der Leyen beispielsweise Herrn Bill Gates als ihren Führer beschreibt. Also das Ding hast du noch nicht verdaut, ne? Das Nein. kommt ja hier immer wieder. Aber gut, es ist ja auch ein ziemlicher Klopfer gewesen. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass zu befürchten ist, dass dieser geplante globale Pandemievertrag 2024 im Mai die damit auch verbundene Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften auf eine maximal intransparente Weise den ausgewählten WHO-Generalsekretär quasi diktatorische Vollmachten dann übertragen könnte. Ja, und das scheint das offensichtliche Ziel zu sein, dieser philanthropisch auftretenden Lobbyisten, die dahinter stehen. Vorausgesetzt natürlich, der Pandemievertrag geht überhaupt durch. Darauf müssen wir jetzt versuchen, immer wieder hinzuweisen. Tedros oder auch ein anderer bestimmter Lobbyistendirektor, der danach kommen könnte, die Leute sind ja auswechselbar, dürften dann zum Beispiel ganz allein darüber entscheiden, wann ein internationaler Gesundheitsstand gegeben ist und auch wann er endet. Also Hering schreibt dazu, wer ihm seine Entscheidungen dann einflüstern wird, das darf beraten werden, ganz klar. Wichtig ist, dass wir uns nicht durch die ganzen zurzeit angezettelten aktuellen Kriegsereignisse, wir haben ja nun eine ganze Menge laufen, von dem größten Krieg gegen die gesamte Menschheit völlig ablenken lassen sollten. Wir sollten das im Hinterkopf immer behalten. Ein Krieg gegen die Menschheit durch die WHO, um hier meine Meinung ganz deutlich nochmal in Worte zu fassen. Du sagst es, wir sollen uns nicht von den aktuellen Kriegsereignissen ablenken lassen. Das hier ist ein Thema, das nicht aus den Augen verloren werden sollte. Allerdings gibt es eine ganze Menge von Petitionen dagegen, die derzeit ziemlich rasant abgeschmettert werden. Und da weiß ich nicht, welches Wunder passieren könnte. Allerdings, Andreas, wenn ich mir die unterschiedlichen Ausrichtungen der Weltmächte anschaue. Es gibt ja nicht die USA alleine und Deutschland, die das Ganze hier so tatkräftig unterstützen und monetär, sondern es gibt ganz andere Staaten, die mit diesen Dingen überhaupt nicht einverstanden sind, die jetzt auch peu à peu aus den Pariser Klimaabkommen austreten, wie China. Russland ist jetzt ausgetreten, Großbritannien ist ausgetreten. Eventuell könnte es ja auch sein, dass genau solche Länder auch mit so einem WHO-Pandemievertrag eben nicht einverstanden sind. Naja, ich glaube auch, wenn man in irgendeiner Form in einer absehbaren Zeit wieder eine Rechtsstaatlichkeit diskutiert und einführen wird, dann sind diese gesamten sogenannten regelbasierten Ordnungen, die ja US-zentrisch auf den Markt gebracht wurden, hinfällig. Weil all das, was hier gerade verabschiedet wird, aus meiner Sicht mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern es sind reine Machtentscheidungen einer Lobbyorganisation, die tatsächlich in einer organisierten Struktur die gesamte Welt geentert hat und dann ihre Interessen durchsetzt. Und ich möchte hier ganz kurz, ich habe gestern eine Rede gehört, und zwar auf den Nachdenkseiten. Das war ganz interessant. Da hat Putin auf einem Kongress, Wladimir Putin, einen großen Vortrag gehalten zur aktuellen Lage dieser gesamten Welt. Und ich weiß nicht, ob du das schon
übertragen hast. Wahrscheinlich auch sehr schön, wenn du es mal reinbringst, weil es ist wirklich hochinteressant in einer deutschen Übersetzung, um es sich einmal anzuhören. Es ist eine wirklich berührende Rede und vor allem eben halt auch eine umfassende Rede, um die gesamte Lage dieser gesamten Welt geopolitisch hier mal auf den Punkt zu bringen. Ich kann es nur jedem empfehlen, das sind 22 Minuten, sich diesen Podcast zum Hören anzuhören. Ja, danke für diesen Hinweis. Ja, das werden wir nachher noch einstellen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Meldung kommen, die wir nämlich hier noch gar nicht besprochen hatten. Ich habe das gerade en passant erwähnt, aber habe noch mal nachgeschaut, dass ich es verifizieren kann. Also, vorgestern kam bei der Berliner Zeitung und auch anderen Medien die Meldung, dass Russland ein globales Abkommen zum Verzicht auf fossile Brennstoffe blockieren will. Und man befürchtet bei der Berliner Zeitung, dass auch andere OPEC-Länder folgen könnten. Denn das heißt, Russland könnte jetzt dabei sein, den Klimagipfel zu crashen. Ja, ich meine, das liegt ja auch auf der Hand. Wir wissen es ja. Wir haben momentan eine Spaltung der Erde, wie wir sie noch nie gehabt hatten. Eine wirklich schwere Spaltung. Wir sehen ja nicht nur die BRIC-Staaten gegenüber den westlichen Staaten. Wir sehen auch die Situation der ganzen Israel-Geschichte und der Gegenspieler und so weiter und so fort. Wir sehen das mit der Energiepolitik, wir sehen den Klimawandelpolitik. Wir haben auf der einen Seite Klimapriester und auf der anderen Seite Wissenschaftler, die dann dagegen stehen. Und wir merken, wie die Kräfte immer größer werden auf beiden Seiten. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und aus diesem Grunde müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, danke schön für diese Einschätzung. Und damit sind wir jetzt aber denn doch beim Krieg gelandet, Andreas. Es sollte ja eine Bodenoffensive von Israel aus gestartet werden im jetzt aufgeflammten Krieg, der sehr heftig ist. Hamas gegen Israel, Israel antwortet, Absperrung des Gazastreifens, Vertreibung der Menschen, die dort leben und so weiter. Und es geht um die Hamas. Wir haben hier schon viel berichtet darüber. Aber es gibt wohl offenbar eine ganz andere Gefahr, die noch gar nicht in dem Maße thematisiert wurde. Aber bei der Daily Mail in Großbritannien, also ein englisches Mainstream-Blatt, sehr wohl schon gemeldet wurde. Das ist die Hisbollah. Wir kommen auch gleich darauf, dass es schon einige Leute, die sich wirklich auch mit der Materie lange befasst haben, gibt, die große und ernste Sorgen haben für einen Hisbollah-Einsatz. Aber hier wird immer noch gemutmaßt. Die haben zwar schon aus dem Libanon heraus geschossen, aber sehr vage. Manche sagen, weil die Hisbollah sich eingeschaltet hat, ist die Bodenoffensive noch nicht erfolgt, die ja eigentlich am Wochenende hätte starten sollen. So, jetzt heißt es bei der Daily Mail, dass der Chef der Hisbollah erklärt habe, diese Terrorgruppe sei voll und ganz bereit, sich der Hamas im Krieg gegen Israel anzuschließen. Sheikh Naim Qassem wandte sich an eine große Menge jubelnder Anhänger, die Hisbollah und palästinensische Flaggen schwenkten und Bilder von brennenden israelischen Flaggen in der Hand hielten, und sagte, die Großmächte, die arabischen Länder und die UNO hätten die Hisbollah direkt und indirekt aufgefordert, sich nicht in die laufenden Kämpfe zwischen Israel und der Hamas einzumischen. Trotz dieser Warnungen erklärte der Anführer der natürlich vom Iran unterstützten libanesischen Gruppe, die in den letzten Tagen bereits mit israelischen Streitkräften zusammengestoßen war, dass sie doch bereit sei und zu den Konfrontationen gegen ihren südlichen Nachbarn mit beitragen wolle. Andreas, wie siehst du dieses Zeichen? Naja, wir dürfen eins nicht vergessen. Zurzeit reden wir eigentlich nur über die Hamas. Und wir müssen eines wissen, die Hamas sind ja 2006 in demokratischen Wahlen bei den Palästinenser angetreten und gewählt worden. Das mögen wir vielleicht nicht hören, aber das entspricht eben halt der Tatsache. Peter Scholl-Latour hat vor einigen Jahren mal sehr deutlich darüber gesprochen, wie eben halt die Hamas, er ist ja nicht mehr da unter uns, wie die Hamas letztendlich dann, ob man sie mag oder nicht, ganz eindeutig die Interessen der Palästinenser vertreten sollten.
Was wir hier bei der ganzen Geschichte vergessen, nämlich die Hisbollah, die ja schon 1982 gegründet wurde, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da ist natürlich schon eine wesentlich größere, auch militärische Kraft im Hintergrund. Und über die redet man im Moment noch nicht. Und ich glaube, im Moment wird auch eine Art Situation, die stattfindet, alle halten still. Einer unserer Mitarbeiter, unser Kollegen, hat gesagt, die haben gerade die Pausentaste gedrückt. Und in dieser Pausentaste für die Entwicklung versucht man sich jetzt erst einmal zu ordnen, bevor man in irgendeiner Form eine Offensive, Gegenoffensive macht, die dann nicht mehr kontrollierbar ist, dass man erst einmal versucht, die Situation zu ermitteln, welche Spieler treten eigentlich noch alle auf in dieser ganzen komplexen Lage. Wir haben gesehen, übrigens nach dem letzten Podcast haben wir einige Mails bekommen, einige, die meinten, wir hätten dann auch vielleicht zu Israel kritisch berichtet. Einige, wir hätten zu Palästinenser freundlich kritisch berichtet. Also unterm Strich gesehen merkt man, wie heiß das Minenfeld ist, in dem man sich bewegt. Und uns geht es nicht darum, in irgendeiner Form Parteien zu diskutieren und Propaganda zu übernehmen, weder von den einen noch von den anderen, sondern es geht uns um die Menschen. Ob das israelische Menschen sind, die in diesen Trümmerhagel dann reingeraten, genauso wie die palästinensischen Menschen, Kinder und Jugendliche und Frauen und so weiter, die ermordet wurden und werden. Genau diese Dinge sind wichtig, aber wenn man von dem einen etwas erzählt, greift man automatisch die andere Gruppe immer an. Wir müssen endlich davon runterkommen. Das ist das größte Problem und das spielt den Großmächten tatsächlich in die Hände, die über all diesen Thronen und die Menschen wie die Spielsteine gegeneinander aufbringen. Ja, vor allem, wenn neben diesen tatsächlich brutalen Kriegen eben auch die Menschheit sich zerkriegt, dass Frieden oder das Ziel Frieden muss eben immer im Auge behalten werden. Dazu gehört Diplomatie, dazu gehört die Meinung des anderen anzuhören. Das dürfen wir übrigens alles auch in unser Leben tragen, auch in unseren kleinen Beziehungen. Nie einfach urteilen und sagen, ich habe recht und du nicht, sondern zuhören, miteinander sprechen. Wir können im Kleinen dafür sorgen, dass die Dinge sich irgendwann im Großen auch wieder bessern, indem wir eben morphogenetische Felder auch des Friedens aufbauen. Das ist entscheidend, denn auch wir hier zum Beispiel versuchen uns in diese Situation reinzuarbeiten und wir würden uns überhaupt nicht wagen, in irgendeiner Form eine ganz klare Richtung zu nennen, weil wir die Zusammenhänge und die vielen Faktoren gar nicht kennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denken wir daran, dass gerade auch in Aleppo zum Beispiel auf dem Flughafen Bomben eingeschlagen sind und das gehört ja nun zu Syrien und Syrien wiederum auch sehr, sehr stark mit Russland involviert ist. Das bedeutet, hier sind sehr viele große Spieler und hier in diesem Nahen Osten ist also wirklich das Potenzial dazu, die gesamte Welt in Flammen zu setzen. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, jetzt hier extrem vorsichtig zu sein und diese Feindschaften wegzunehmen und in der Sache zu bleiben. Ja, wir sind auch keine Nahost-Experten, sondern wir versuchen jetzt, verschiedene Portale wiederzugeben und vor allem auch Experten, die befragt werden, anzuhören. Letztendlich können wir überhaupt keine richtige Einschätzung vornehmen, aber was auffällt, ist, dass doch in den deutschsprachigen Mainstream-Medien gewarnt wird vor Hisbollah, aber die Ernsthaftigkeit und auch die Aussage des Hisbollah-Führers noch nicht so wirklich aufgetaucht ist, während sich ja viele fragen, warum hat die Bodenoffensive Israels an diesem Wochenende eben doch nicht stattgefunden. Warum ist sie abrupt abgebrochen worden? Möglicherweise hängt es mit dieser Hisbollah-Warnung zusammen. Auf jeden Fall wollen wir in ein Interview hineingehen, das die Bild geführt hat mit Israels Botschafter in den USA. Der war auch Berater von Premier Netanyahu in Israel. Er ist eigentlich bekannt als der Außenexperte des Landes. Der Mann heißt Michael Oren. Und die Bild hat mit ihm in Tel Aviv ein Interview geführt und mit ihm gesprochen über den jetzt drohenden Zwei-Fronten-Krieg. Die Rolle der USA, übrigens wollen wir dann auch sprechen über die Rolle Deutschlands, die damit zusammenhängt, und warum er, also Michael Oren, dieser Experte, die Hisbollah
für viel gefährlicher für Israel hält als die Hamas-Terroristen. Also er wird gefragt als israelischer Botschafter in den USA, werden sich die USA militärisch am Krieg gegen die Hamas beteiligen? Naja, und Israels ehemaliger Botschafter, der Michael Oren, der schließt das eben nicht aus. Und das macht schon Sorge. Er hat gesagt, Israel habe Spezialeinheiten und die USA hätten Spezialeinheiten, die hier trainieren, wie das SEAL Team. Das ist eins dieser Spezialeinheiten. Eines ihrer Ziele sei es, Geiseln zu befreien. Wörtlich hat Oren da gesagt, der US-Präsident hat eine Rede gehalten, in der er erwähnte, dass die USA erhebliche Mittel ins östliche Mittelmeer und in die Meeresenge des Persischen Golfs verlegen. Wer das mal so ein bisschen auf der Karte mal angesehen hat, der weiß, was er mit Meeresenge meint, besonders mit diesem Knie dort mit drin, um sowohl der Hisbollah als auch ihrem Chef, dem Iran, im Iran, eine Warnung zukommen zu lassen. Nach dem Motto, lasst euch nicht in diesen Konflikt hineinziehen. Was ist denn seine Einschätzung, Orens Einschätzung, was eine US-Beteiligung an diesem Krieg betrifft? Also es heißt bisher, USA wollen keine Bodentruppen schicken. Das heißt, sie werden keine Truppen nach Beirut oder Teheran schicken. Aber laut US-Regierung sind die Kampfjets aufgestockt worden. An Bord dieser Schiffe befinden sich bedeutende Raketenabwehrtechnologien, sodass man sagen könnte, dass die USA diese Mittel in den Mittelmeerraum und in den Persischen Golf verlegt haben, um Israel zusätzlich Schutz vor Raketen zu bieten, also als Abwehrstruktur gewissermaßen. Und Oren betonte dabei, Düsenjäger schießen keine Raketen ab. Düsenjäger greifen Ziele am Boden an. Das ist ein ganz großer Unterschied, das muss man wissen. Und das sei für ihn eine sehr deutliche Warnung, dass die USA sich mit der Möglichkeit einer Intervention in einen regionalen Nahostkrieg positionieren. Wenn es zu diesem Zwei-Fronten-Krieg kommen sollte und die Hisbollah involviert wird, dann, so sagt die Bild in diesem Interview oder stellt fest, hat sie größere Raketen und könnte Tel Aviv angreifen. Ja, also der Herr Oren vertritt da eine ganz andere Meinung und er sagt wörtlich, wir sollten statt einer Bodenoffensive gegen den Gazastreifen jetzt einen Angriff gegen Hisbollah starten, mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Wir sollten die Hamas eindämmen, die Hamas weiterhin treffen, aber auch isolieren, aber gleichzeitig unsere Energien auf die Hisbollah konzentrieren, die eine sehr viel größere Bedeutung darstellt als die Hamas. Das hat er erkannt, weil die natürlich mit ganz anderen Infrastrukturen an militärischen Waffen und auch an militärischer Erfahrung natürlich konfrontiert sind. Ja, da kommen wir nachher noch zu den konkreten Zahlen. Ich habe sie hier sogar schon. Und die zählt nämlich dieser Diplomat auch auf. Er sagt, die Hamas hat 15.000 Raketen. Die Hisbollah hat 150.000, zehnmal so viel. Darunter einige sehr präzise Raketen, gegen die, wörtlich, wir keine sehr gute Verteidigung haben. Sie haben eine Streitmacht, die Hisbollah, die seit Jahren in Syrien kämpft und sehr erfahren, sehr gut ausgebildet ist. Weiter sagt er, sie haben Nachschublinien, sie haben die geografische Freiheit, während die Hamas eingedämmt ist. Die wird nirgendwo hingehen. Und auf die Frage, ob die Welt jetzt nur wenige Wochen vor einem großen Zusammenstoß zwischen der westlichen Welt und der arabischen Welt steht, erklärt Oren das Geflecht aus seiner Sicht. Ja, aber Oren glaubt zwar nicht an diesen großen Zusammenstoß, jedenfalls zumindest nicht, solange es nur um die Hamas geht, nur in Klammern natürlich. Denn die Hamas sei nicht die gesamte arabische Welt, da legt er nochmal Wert drauf, das klarzustellen, sondern eine Terrorgruppe wie ISIS oder Al-Qaida. Das ist ganz klar die Perspektive von dort. Das hätte auch Außenminister Blinken, der US-Außenminister, bestätigt und ist die natürlich die amerikanische Sichtweise. Aber man fragt sich natürlich, wenn jetzt die Hisbollah, wie angekündigt, wie ja auch schon geschehen, in den Konflikt eingreift, dann wird ja Israel alleine nicht in der Lage sein, diesen Angriff abzuwehren.
wer ja auch ein Nahostexperte ist, mit arabischer Sicht, das ist Thierry Messon auf seinem Blog Voltaire.net. Und der schreibt, dass Hezbollah in den ersten Stunden des Konflikts einige Raketen auf die Sheba-Farmen abgeschossen hat, also auf das umstrittene Gebiet zwischen dem Libanon und Israel. Damit hat sie gezeigt, die Hezbollah, dass sie den palästinensischen Widerstand nach der Rhetorik der Fronteneinheit unterstützt. Aber sie ist nicht, so Thierry Messon, in den Krieg eingetreten, weil sie der Hamas, die sie in Syrien bekämpft hat, misstrauisch gegenübersteht. Und sie teilt auch nicht die Ideologie der Bruderschaft mit der Hamas. Andreas, da wird ja das gesamte Wirrwarr der arabischen Welt deutlich, die wir eigentlich gar nicht so einordnen können. Ja, es ist wirklich schwierig, das auch einzuordnen, die gesamte Lage. Und Messon hat das wirklich hervorragend getan, nämlich indem er auch die unterschiedlichen muslimischen, die jüdischen, die christlichen Organisationen mal unterteilt hatte. Und dann merkt man einfach, wie zerspalten das Ganze, zerfasert ist und die Komplexität natürlich auch gewaltig ist. Wenn ich eine Gruppe in irgendeiner Form tangiere von außen, dann müssen sich alle anderen Gruppen automatisch neu positionieren, weil sie alle irgendwie durch diese Vernetzung miteinander davon betroffen sind. Aber klar dürfte sein, dass Israel, sollte die Hezbollah jetzt sich konkret in diesen Krieg einmischen, seine Existenz nur mit der militärischen Unterstützung der Vereinigten Staaten überhaupt fortsetzen kann. Da ist man sich in der westlichen Welt wohl einig. Also Israel ist da in einer gewissen Abhängigkeit. Ja, und Deutschland ist natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, aber auch Olaf Scholz hat ja neulich gesprochen über die Staatsräson, die jetzt in Kraft ist. Die hat er ja praktisch ausgerufen mit Israel. Er hat das bekräftigt. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was das bedeutet? Also wir haben letzten Montag, es ist wirklich sinnvoll, vielleicht mal letzten Montag, letzte Woche nochmal zurückzugehen, da haben wir das etwas länger ausgeführt. Eine Staatsräson ist eine Art Blankoscheck. Ein Scheck, wo drin steht quasi die oberste Pflicht, das oberste Ziel der Bundesrepublik Deutschland ist die Sicherheit Israels. Das ergab sich aus der Historie. Man darf nicht vergessen, dass Israel ja 48, 49 zeitgleich wie Deutschland, also
Israel wurde auf palästinensischem Boden dann neu errichtet, auf dem geografischen Palästina. Und Deutschland, die Bundesrepublik, wurde auf dem deutschen Gebiet dann errichtet. Und das ist ja eine etwas heikle Situation, auch aus völkerrechtlicher und verfassungsrechtlicher Situation heraus. Und daraufhin hat Deutschland natürlich aufgrund seiner historischen Schuldfrage ganz klar die Belange Israels auf oberste Position, nämlich einer Staatsräson, gestellt. Und eine Staatsräson, Raison heißt eigentlich zur Vernunft bringen. Jemanden zu räsonieren heißt, jemanden zur Vernunft zu bringen. Und das bedeutet, dass Deutschland letztlich alles zu tun hat, alles notfalls unter Aufgabe bestimmter eigenen Rechtsstrukturen in Deutschland, um Israel zu verteidigen und zu unterstützen. Also das ist schon eine ziemlich wichtige Information. Und ich bin sehr froh darüber, dass zufällig nach dem Montag, nachdem wir das besprochen hatten, dann auch von vielen anderen Medien dieses Thema aufgegriffen wurde und dann auch entsprechend besprochen wurde. Ja, jetzt fragt in diesem Interview mit dem Israel-Botschafter, dem ehemaligen der USA, Michael Oren, fragt ihn, was Deutschland jetzt tun sollte. Und er antwortet wörtlich: Aufgrund unserer einzigartigen Geschichte hat Deutschland hier eine Stimme mit großem moralischem Gewicht in Europa und der Welt. Sie dürfte gehört werden und sie sollte laut sein, was immer er damit meint. Wenn Israel, sagt er weiter, einen groß angelegten Bodenangriff auf den Gazastreifen startet, einem sehr dicht bevölkerten Gebiet, in dem es um Geiseln geht, werden wir vor immense moralische Herausforderungen gestellt. Greift hier dann die Staatsräson? Ja, das ist die große Frage. Die Staatsräson, die greift ja nicht, sondern die ist ja immer vorhanden, weil das ja der Hauptpart ist der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Frage ist, inwieweit Deutschland damit reingreifen muss, inwieweit auch militärische Grundlagen sind. Ich meine, Deutschland hat ja nun auch die militärische Ausrüstung Israels sehr stark mitfinanziert und ganz klar eben halt einen Schulterschluss mit Israel ununterbrochen auch dargestellt, was ja auch richtig ist, das entspricht ja auch der Staatsräson. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Problematik in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir sehr viele Israel-Gegner reingeholt haben. Das ist ja diese Paradoxie in der gesamten Politik, die sich für mich absolut nicht erschließen lässt. Und ich sehe auch, dass in den Massenmedien auch nur zaghaft mal so am Rande mal eine kleine Randbemerkung gemacht wird, aber mal ganz klar auf den Punkt zu bringen: Israel ist unsere größte verbündete Staatsräson, ist die Sicherheit Israels, und auf der anderen Seite werden Gruppierungen reingeholt, die sich klar für Anschläge gegen Israel und für die Eliminierung Israels aussprechen. Und inwieweit hier die Staatsräson dann greift durch eine eigene verfehlte Politik, das ist wirklich schwer jetzt zu beantworten. Aber ich habe das Gefühl, da könnte noch etwas auf uns zukommen. Ja, ja, wir hatten ja eingestellt bei uns ein Zitat von dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Ich komme deswegen darauf, weil du das hier gerade gesagt hast, Andreas. Hans-Georg Maaßen, der hatte 2016, hatte er ja darüber gesprochen, wie viele Illegale nach Deutschland reingekommen sind, damals schon, und die eventuell ja auch ausländische Kämpfer sein könnten. Es gab auch zu der Zeit den EU-Antiterrorbeauftragten Gilles de Kerchove, der hat die Mitgliedstaaten vor bedeutenden Lücken bei der Erfassung von Dschihad-Kämpfern gewarnt und hatte damals 2016 gesagt, bei Europol seien lediglich knapp 3000 EU-Bürger registriert, die als Kämpfer nach Syrien oder in den Irak gereist seien. Nach verlässlichen Schätzungen müssten es aber rund 5000 sein. Und gefährliche Individuen konnten damit zurückkommen, ohne erkannt zu werden, und könnten dementsprechend ausländische Kämpfer im Auftrag des IS oder vielleicht auch der Hamas unterstützen. Und Maaßen hatte gesprochen von 8.650 Salafisten in Deutschland. Ebenfalls hatten die sich wohl unter Flüchtlinge gemischt. Und er sagte wörtlich damals, die Zahl steigt praktisch täglich. Die Bundeskanzlerin habe sich dazu nie geäußert, hatte sich ja kaum Sorgen gemacht um die innere Sicherheit Deutschlands.
Und was Maaßen aber damals noch gesagt hat, und das ist wirklich ja auch sehr beunruhigend, dass damals schon etwa 70% aller Einreisenden keine gültigen Pässe vorlegen konnten. 70% der täglich nach Deutschland einreisenden tausenden Menschen wurden demnach nur aufgrund, so Maaßen, von eigenen Angaben registriert. Und er äußerte die Sorge, dass mögliche Gefährder zwar in den Datenbanken gespeichert seien, aber nicht erkannt würden, weil sie mit falschen Identitäten wieder einreisen. Und ja, das hat man ja kaum mehr oder weniger wahrgenommen damals. Aber lass uns mal zurückkommen. Ich wollte das nur mal so eingeschoben haben. Der Herr Oren ist ja der Meinung, dass Israel zuerst diese mächtige Hisbollah bekämpfen sollte. Was würde das denn für Deutschland bedeuten? Also daran will man natürlich lieber noch gar nicht denken. Also Oren geht davon aus, dass es jetzt ein Konzept gibt, das, wörtlich sagt er übrigens dazu, wir die Hamas sofort von ihrer Herrschaft in Gaza entfernen müssen. Wir müssen Rache nehmen, so ist der öffentliche Tenor Israels. Und das ist interessant, weil ich muss hier darauf eingehen, dass auf der UN-Sicherheitskonferenz am 22. September 2023, also vor nicht allzu langer Zeit, der Herr Netanyahu in New York gesprochen hat und hat dann auch ganz klar davon gesprochen, dass die Palästinenser unter mehr Druck gesetzt werden. Und ich meine, sie stehen schon unter einem massiven Druck. Und hat dann auch eine Landkarte wohl in den Raum gezeigt, wo also quasi die Autonomiegebiete der Palästinenser, inwieweit sie da autonom sind, das soll dahingestellt, plötzlich blau gefärbt waren und israelisches Staatsgebiet wurden. Und das ist natürlich auch eine Situation, die hierzu passen würde. Ich möchte dazu aber sagen, das ist bei der Jungen Welt veröffentlicht worden und von niemand anderem. Ich bin mit dieser ganzen Meldung ein bisschen vorsichtig. Aber ich habe die Bilder gefunden, auch eben halt in der UN, aber es ist trotzdem so. Oren meinte also, dass die Hamas in Gaza in der Falle sitzen. Er weist wieder auf die Hisbollah hin. Das ist offenbar der entscheidende Punkt, die mindestens 10-mal gefährlicher ist als die Hamas. Das hast du gerade schon gezeigt anhand der militärischen Ausrüstung alleine. Und er warnt davor, dieser Herr Oren, dass das alles zu viel wäre für den Iron Dome. Iron Dome, so nennt man ein mobiles, bodengeschütztes System zur Abwehr von Raketen, Artillerie und Mörsergranaten, das zum Schutze Israels entwickelt wurde und dort neben den sogenannten David Sling und Arrow zur Flugabwehr eingesetzt wird. Das ist also quasi eine Infrastruktur zur Abwehr bestimmter Bomben- und Raketensysteme. Oren rechnet also vor, dass im zweiten Libanonkrieg 2006 damals übrigens, Israel mit 200 bis 400 Raketen pro Tag beschossen wurde. Dass jedoch in einem nächsten Krieg mit der Hisbollah es schätzungsweise 4.000 bis 6.000 Raketen pro Tag sein dürften. Und er sagt dann, es gibt keine Alternative dazu, unsere Armee in den Südlibanon zu schicken und von Dorf zu Dorf und von Haus zu Haus zu gehen. Zitat Ende. Es sind wirklich keine beruhigenden Aussichten, aber zurzeit werden offenbar auf allen Seiten strategische Planungen vorgenommen. Ich hoffe, es ist dann führt zur Vernunft und ist nicht die Ruhe vor dem Sturm. Naja, also von einem Krieg in den nächsten kann man fast sagen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, die war in Israel und die wird jetzt heftig kritisiert. Sie wollte sich ein Bild machen von der humanitären Lage im Gazastreifen. Nee, dort nicht, sondern in Israel. Und sie hat sich jetzt von allen möglichen Seiten den Vorwurf, das berichtet die Berliner Zeitung, anhören müssen, dass sie die israelische Regierung nicht ausdrücklich zur Einhaltung des Völkerrechts aufgefordert habe und auch versäumt hätte, die humanitären Folgen im Gazastreifen zu thematisieren. Und sie hatte Israel ihre volle Unterstützung zugesichert. Wörtlich hatte sie gesagt, Europa steht an der Seite Israels. Hat sie dann nach dem Treffen mit Herrn Netanyahu bestätigt. Aber weiter hat sie gesagt, die Hamas habe den abscheulichsten Angriff
auf Juden seit dem Holocaust verübt. Israel habe deshalb das Recht auf Verteidigung. Und ja, da gibt es natürlich jetzt massenhaft Kritik von allen Seiten, denn es gibt natürlich auch eine Situation da im Gazastreifen, die scheint sie nicht besonders zu interessieren. Und andere scheinen sich für das Wohl der Menschen, die da jetzt fliehen zu Tausenden und Zehntausenden und wirklich in größter Not sind, scheinen sich darum auch nicht zu kümmern. Und das sind die direkten Anrainerländer. Zum Beispiel, also wo habe ich das denn jetzt gefunden? Das ist auch die Bild, die das hier mal dargestellt hat. Also nehmen wir mal Ägypten. Der dortige Grenzübergang Rafah ist der einzige Weg, den Gazastreifen außerhalb Israels zu verlassen, aber der Übergang ist dicht. Und das soll auch so bleiben, wenn es nach Ägyptens Präsident al-Fatah Assisi geht, heißt es hier, denn es seien beispiellose Maßnahmen ergriffen worden, um eine Grenzverletzung zu verhindern. Das hat ein ranghoher Regierungsvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur AP geäußert. Naja, Grund für die Ägyptenblockade des Grenzübergangs, der lässt sich ja hier relativ schnell ableiten. Zumindest kann man davon ausgehen. Die dortige Regierung will offenbar keine Hamas-Anhänger im Land haben. Denn die Hamas ist ja eine Tochterorganisation der Muslimbrüder. Und die stellten in Ägypten von 2012 bis 2013 den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Mursi. Und der jetzige Präsident, der Abd al-Fattah Assisi, der pushte ihn aus dem Amt, steckte ihn ins Gefängnis. Und die Muslimbrüder sind seitdem als Terrororganisation eingestuft. Mitglieder der Tochterorganisation Hamas will die ägyptische Regierung deshalb vermutlich nicht ins Land lassen. Also diese Zuordnung als Terrororganisation oder nicht, das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Wir sehen, es wird mit allen Superlativen gearbeitet. Und das ist übrigens das, was ich nochmal sagen möchte, was der Herr Maaßen wirklich hervorragend herausgearbeitet hat, nämlich auch für Deutschland jetzt. Und ich bin ehrlich gesagt erschüttert darüber, dass jetzt nicht eine große Entschuldigung gegen Herrn Maaßen läuft, eine Rehabilitation. Eigentlich müsste er sofort den Verfassungsschutz wieder übernehmen und müsste ihn quasi bitten darum, dass er es wieder annimmt, weil er als einziger offenbar die Zusammenhänge erkannt hat, im Gegensatz zu seinem Nachfolger Herr Haldenwang. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wundert man sich darüber, wie hier gearbeitet wird. Und wir merken, es geht nur noch um eine Agenda der Ideologie und eben halt nicht mehr um die Sache. Naja, normalerweise müsste man jetzt auch innerhalb von Deutschlands schauen, wo überall sitzen Hamas-Anhänger. Man müsste genauer draufschauen und Maßnahmen ergreifen. Aber auch da geschieht nichts, im Gegenteil. Die Bild hat weiter die Anrainerstaaten hier mal sich näher angeguckt. Jordanien, da leben 2,4 Millionen Palästinenser, heißt es hier. Die meisten im Vergleich aller arabischen Länder. Die wohnen überwiegend in überfüllten Flüchtlingscamps unter ärmlichen Verhältnissen. Und der dortige König Abdullah II., der hat jetzt am Freitag in einer Stellungnahme gewarnt vor einer Verschärfung der Flüchtlingsfrage. Das Überschwappen der Krise auf die Nachbarländer müsse zwingend verhindert werden. Wahrscheinlich auch aus Furcht, dass abertausende Flüchtlinge die Lage im Land verschärfen. Dann kommt Libanon, Syrien. Im Libanon leben rund eine knappe Million palästinensischer Flüchtlinge, hausen dort, wie die Bild schreibt, oft in bitterer Armut. Die Staatsbürgerschaft bleibt ihnen verwehrt. Die örtlichen Behörden sind schon jetzt mit ihrer Versorgung überfordert und die Flüchtlinge sind auf Unterstützung von Hilfsorganisationen angewiesen. Das heißt, diese Länder sind ja auch schon überlaufen. Ja, also da muss man vielleicht noch mal kurz auf die jüngere Geschichte eingehen. Im Libanon wurde ja 1975 auch ein Bürgerkrieg entfacht, unter anderem wegen der Spannungen zwischen Palästinensern und anderen Bevölkerungsgruppen. Und die Auswirkungen dieses Krieges damals, die sind heute noch spürbar. Gleiches gilt für das Bürgerkriegsland Syrien. Dort leben rund 580.000 palästinensische Flüchtlinge. Und seit 2011 tobt dort der Bürgerkrieg. Die Aufnahme weiterer Flüchtlinge kann das Land vermutlich auch nicht mehr stemmen. Und im Bürgerkrieg stellt sich auch Hamas-Anhänger gegen Präsident Assad. Die stellen sich gegen ihn. Und er ging also militärisch auch gegen sie vor.
Ja, und dann guckt man auch die wohlhabenden Golfstaaten, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Sie alle, schreibt die Bild, sind steinreich. Gaza-Flüchtlinge wollen sie dennoch nicht aufnehmen. Vielleicht genau deshalb. Sie halten nämlich Flüchtlinge aus ihrem Land ganz vorsätzlich fern. Und stattdessen sponsert vor allem Katar den Hamas-Terror gegen Israel, schreibt die Bild. Wörtlich heißt es da, der Golfstaat schlägt Israel die Schuld für den Terror in die Schuhe, pumpt Millionen in den Gazastreifen, Geld, das der Hamas zukommt. Und seit 2012 hat die Terrororganisation dort sogar ein offizielles Büro. Und der Hamas-Führer, der Ismail Haniyeh, der wohnt in Katar. Andreas, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn wir vom Gazastreifen, wo viele Menschen leben, 2 Millionen insgesamt sprechen, wird das unwillkürlich vermischt mit den Hamas. Aber diese Menschen, die sind ja nicht Hamas. Naja, also vielleicht ist es auch so, man muss hier sagen, wir argumentieren hier zum Beispiel gerade einen Bericht aus einer Mainstream-Medium, aus einem Mainstream-Medium der westlichen Welt, ganz klar. Mir gefällt zum Beispiel nicht, wenn man permanent mit diesem Begriff Terroristen umgeht und Terrorkämpfer. Das, was die einen Terroristen sind, sind für die anderen Freiheitskämpfer und umgekehrt aus der Perspektive genauso. Wenn wir endlich wieder wegkommen würden, anderen Leuten Diktatoren, Hetzer, Tyrannen oder so etwas vorzuwerfen oder auch den Bereich Terror, dann ist es eindeutig ein Begriff, der dazu führt, dass es niemals zu Friedenskonferenzen kommen kann, sofern man eben halt nicht mit diesen Dingen letztendlich arbeitet. Also wie es hier heißt, werden in Katar Tausende von Flüchtlinge aus dem Gazastreifen nicht aufgenommen. Und der offizielle Grund ist, hat ein Ausländer in Katar keine Arbeit, muss er das Land verlassen. Die Staatsbürgerschaft ist ein Privileg und bringt dann zahlreiche Vorteile mit sich, so die Bild. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele andere Länder natürlich auch diese Terrorsplitterungsgruppen untereinander, da gibt es ja untereinander noch mehr Spaltungen, eben halt nicht importieren wollen in ihr Land. Also das Gegenteil von dem, was wir auch in Deutschland erlebt haben. Wir haben ja nun sehr viele sogenannte Flüchtlinge, es sind ja Migranten, aufgenommen, die ihren Pass nicht mehr hatten oder weggeworfen haben, wie auch immer, um nach Deutschland reinzukommen. Und keiner weiß eigentlich, zu welcher Gruppierung gehören sie. Und als dann zum Beispiel gefragt wurde, nehmen die Ägypter auf, nehmen die Katarianer auf, nehmen die Leute aus Saudi-Arabien, dann sagen die ganz klar nein, weil sie dieses Potenzial an Gewalt durch die verschiedenen Gruppierungen nicht aufnehmen wollen. Nur Deutschland macht das halt. Okay, ich danke dir für diese Einordnung. Ja, wir werden sehen, wie dieses Thema weitergeht, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch ganz kurz, wir hatten gesprochen darüber, dass die Waffen, die jetzt dort im Krieg verwendet werden, zum Teil auch aus der Ukraine kommen könnten. Und Antispiegel, Thomas Röber hat dazu einen Artikel veröffentlicht und darin heißt es, Russland hat Informationen über Waffenverkäufe aus der Ukraine über den Schwarzmarkt in den Nahen Osten. Diese Lieferungen würden wie am Fließband laufen. Das habe der russische Präsident Putin gegenüber Journalisten bestätigt. Wörtlich wird er zitiert mit den Worten, wir haben natürlich Informationen über den Verkauf von Waffen durch die Ukrainer, auch in den Nahen Osten. Er sagt dann weiter, ich habe keine Sympathie für die derzeitige ukrainische Führung, aber dass das auf der Ebene der ukrainischen Führung geschieht, bezweifle ich. Und er distanziert sich also davon, dass jetzt Selenskyj und Co. selber dahinter stecken könnten, sondern er spricht mehr oder weniger vom Schwarzmarkt. Und er sagt, ja, und sie fließen natürlich weiter. Es ist ein ganzer Strom. Naja, aber dieser Schwarzmarkt, der muss auch zugelassen werden. Und da stehen natürlich immer wiederum viele große geopolitische Globalinteressen dagegen. Also es ist eine äußerst heikle Situation. Und ich denke mal, das war auch ganz interessant, was ich in diesem Putin-Bericht dort gesehen habe, in dieser Rede, die er gehalten hat, möchte da noch mal darauf hinweisen, weil es ist alles andere als eskalierend beschrieben. Das ist für mich der ganz wichtige Punkt, sondern deeskalierend versucht, die Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen.
Ihr Lieben, ja, jetzt hast du dich schon wieder zum Putin-Freund erklärt hier. Das geht ja gar nicht. Es war ein Zitat, das Andreas wiedergegeben hat, ohne eine eigene persönliche Sympathie damit in Verbindung zu bringen. Ihr Lieben, das war's. Das sind wirklich bewegte Zeiten. Und wir werden heute im Abendgebet auch wieder dafür sorgen, dass wir gute Energien alle gemeinsam entwickeln, die wir in diese Welt schicken. Bis nachher. Danke. Ja, in diesem Sinne alles Liebe und bis Mittwoch.